Hallo Leute und willkommen zu der Insel. Ja, wir sind wieder bei der Insel. Ich versuche mal hier gleich ein paar heran, das irgendwie ranzuhängen oder als externen Part zu machen, aber ich glaube, es wird mehr zum externen Part, weil ich muss wirklich mit den Parts aufpassen. Wenn ihr das seht, ist es glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bin ich da sogar schon im Urlaub. Ja, ich glaube, das ist der erste Tag meiner Italienreise. Und da ich eine Woche lang weg sein werde, muss ich schon im Voraus ein bisschen aufnehmen und ein paar Parts auf Lager haben. Ich hoffe, ihr stört euch nicht. Und wir werden dann von unserem Hentai begrüßt. Ich meine Tentakel. Oh, hallo Gebieter. Seit eurem letzten Besuch ist eine Menge passiert. Wir haben euch vermisst. Seht euch mal die Zone mit dem Ausrufezeichen an. Die bedürfen eurer Aufmerksamkeit. Es warten Geschenke oder kranke Monster. Also Geschenke sind mir lieber. Kann man ja mal sagen. So, Mine. Was ist denn da los? Haben Sie ein Geschenk für mich? Oh nein. Oh, kranke Monster. Wie süß! Nur leider auch wenig produktiv. Ich habe sie in den Knast gesteckt. Sie warten auf euch. Wie nett. Ein paar von ihnen sind deprimiert. Andere ge wurden gewalttätig. Andere, alle müssen sie bestraft werden. Wenn sie deprimiert sind, bestraft ihr sie. Logik. Ja, kümmert euch um sie auf eure Art. Monster gehen an den Strand. Monster gehen in den Knast. Justiz. Ja. Schick sie mit der E-Taste auf die Reise. Ich meine, schick sie mit der E-Taste auf die Reise. Immer schön die Buchstaben richtig aussprechen. Ach, mein Kleiner, keine Sorge. Der böse Tentakel. Habe ich ihn gerade weggeschnipst? Yeah. So viel zum bösen Tentakel. Genau so. Schaut bei eurem nächsten Besuch nach, ob die Monster geheilt sind. Naja, wir haben jetzt das Kackhäufchen in dahin geschickt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, Kackhäufchen. Freust du dich wieder? Freust du dich? Happy. Sei happy wieder. Unser süßes kleines Kackhäufchen. Und das Labor ist neu. Hier können wir neue Sachen erforschen, erfinden, was auch immer. Da werden wir auch gleich ein bisschen was zuteilen. Weil es hat sich einiges angesammelt in der Zeit. Wir werden auch deren Geschichten durchlesen, aber nicht hier wie letztes Mal. Nicht so halt, sondern in derselben Ansicht vom Hell Yeah Teil, wie wir es einmal gemacht haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Falls nicht, dann ist es blöd. Falls doch, dann ist es nicht blöd. F-Arbeiten. So, jetzt teilen wir dem Geld ganz viel mit. Den Überraschungen ziehen wir mal. Ah, nur 19. Also hier 10. Hier. So. Obwohl. Scheiß auf Überraschung. Sorry, aber ich will neue Gegenstände. Okay. So sollte es jetzt gehen. Und wenn er dann wieder gesund ist, haben wir 20 im Labor und die Überraschung, dafür sorgen wir uns dann später. Wir können ja mal kurz ins Labor reinsehen, um zu schauen, was die denn hier so Interessantes machen, weil das ist auch interessant mit anzusehen. Also die geht hier, der geht hier hoch. Und dann geht er zu Monster Party. Was zu. Ja. Der hat gerade gewonnen, so. Ich frag lieber gar nicht, was sie da machen. Ja, also hier hat es sich erledigt. Was das angeht, wir können ja nochmal in die Mine schauen, ob die nicht vielleicht doch uns ein Geschenk hinterlassen haben. Weil es doch schon etwas. Kein Geschenk für mich. Schade. Da ist Sandro traurig. Ja, das war's mit dem Zuteilen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns durchlesen, was denn für Wehwehchen sie haben und was für Geschichten in ihrer Vergangenheit lauern. Ich freue mich schon aufs Schneiden. So, jetzt sind wir wieder hier im Spiel und so und gehen dann erstmal hier rein in Monster. Und schauen mal durch, was denn wir hier an Monstern haben. Wir haben Poi Poi, den kennen wir schon, Splattersaw, der ist unser kleiner Emo. Dann Mikey Coral,
Subado, Flow, V12, Fuego, Bumblebee hatten wir auch schon, Partybot hatten wir, Bamboo, iWaiter, iFighter, Mo Alarm, Peaceful Bob hatten wir. Ja, hatten wir. Victor Ball hatten wir nicht. Clayton war die Schlange, die mal in deinem Handy. Ah, ne, doch, hatten wir. Dann El Terminator. Hatten wir auch. Groink. Ich meine, Gronk hatten wir auch. Sheba, Toilettenpapier. Ja. Fluffy hatten wir nicht. Oder? Doch, Fluffy hatten wir. Gardelands. Ja. Hatten wir nicht. Tyrannis hatten wir nicht. Genau, den hatten wir nicht. Das weiß ich noch. Das weiß ich ganz genau. Tyrannis, aber wegen einer Verwaltungs. Also. Hier. Dass sie Garland auch noch weggaben. Aber wegen eines Verwaltungsfehlers wurden beide von der gleichen Familie adoptiert. Als die Behörden einer der beiden zurückschicken wollte, waren die Eltern ohne Nachsendeadresse verzogen. Aha. Ramchips. Melisandre war ein hoffnungsloser Ritter. 213 Prinzessinnen hatte er versucht zu retten, aber 212 waren entweder schon tot oder gerettet, bevor er ankam. Sheba Toilettenpapier war seine letzte Chance. Brutox. Wenn man Elwood sieht, will man am liebsten gleich zu ihm laufen und ihn knuddeln. Das kommt ihm bei seinen zwei Jobs nur entgegen. Er ist Kindergärtner und arbeitet für die Mafia. Ah ja, genau, sein richtiger Name hier heißt Tyrell Hermanick. Sein richtiger Name heißt Sir Melly Entwick. Mit sehr vielen Klammern. Und der hier heißt Elwood Bungay. Squeardo, auch Truman Grossley genannt. In seinem Leben vor der Hölle war Truman ein echter Rabenvater. Als Strafe bekam er das alleinige Sorgerecht für 269 Eier. Das hat er gar nicht schlecht gemacht, aber jetzt sind das alles Waisen. Kannst stolz auf dich sein. Oh. Ja. Sorry. Und was bedeutet eigentlich der Preis da links unten? Das Geld da. Also, das hier. Frage ich mich nur so nebenbei. T-Rock. Ach, der. Oh Gott. Schlechte Erinnerung. Oh, wie ich ihn hasse. Achso, da sind keine Klammern. Da sind. Ah, das waren hier keine Klammern. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Wo war der? Sondern das war ein Caesar. Der heißt Sir Millicent Wickham. So. Und nicht anders. Marcel Dampierre. Als volles Mitglied im Club der 1% genoss Marcel das Leben im Luxus. Er hat ein Vermögen in der Nussknackerindustrie verdient und bleibt gerne in Übung. Er ist ein Nussknacker. Ja, der hat unsere Nüsse auch geknackt. So wie der abging. Zeus. Orville Hairston. Wir sind einigermaßen sicher, dass das nicht Gott ist, also keine Sorge, dass du ihn umgebracht hast. Es sei denn, natürlich, er hätte das so gewollt. Töten ist falsch, manchmal. Medusor. Mavis Carpenter. Wenn du glaubst, dein Leben wäre hart, dann versuch dich mal als Megagorgon der 26. Generation, dessen Familie ein Spiegellabyrinth auf dem Jahrmarkt betreibt. Mal sehen, wer dann paranoid und nervös ist. Oh. Ah, ja. Autsch. Als Medusa ist es nicht so angenehm, in einem Spiegellabyrinth zu sein. Spartacton. Roman Sprague. Das war eins unserer Lieblingsmonster. Sieh ihn dir nur an. Perfekt, aber für dich war er nur ein Stück Fleisch, das aus dem Weg geräumt werden musste. Hast du keinen Sinn für Kunst? Minogore. Tyson Smallwood. Tyson musste immer hin und her rennen, weil seine kurzen Beinchen sein Gewicht im Stillstand nicht mal eine Sekunde lang tragen konnten. Er heißt ja nicht ohne Grund Hölle. Achso, es heißt ja nicht ohne Grund Hölle. Ja, das ist übel. Aber ich glaube, die machen sich gerade über eigenes Design lustig. Aquaber. Brooks Peacock. Höhö, Cock. Früher war Brooks Kaufhausmanager, einer von denen, wo der Kunde immer recht hat. Als einer im Aufzug, also ganz unten noch abwärts sagte, musste er dem nachkommen.
Ach so. Ja. Also wenn der mit dem Aufzug ganz weit unten war und der Kunde immer noch weiter nach unten wollte, muss er natürlich auch noch weiter nach unten. Ja. Interessant. Forkiness, Ace Hurt. Dame Ace war der Präsident des Ash-Fanclubs Hell-Filiale. Als deine Bilder im Hell-Tunnel erschienen, war er ganz aus dem Häuschen. Wahrscheinlich besser, dass er tot ist. Oh ja. Yeah. Ich frage mich, was sie da zensiert haben. Sein A? Also nicht im Sinne von Arsch, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Ich wollte nur gerade schauen, ob mein Mikro am richtigen Platz ist, auch wenn es sehr seltsam klingt. Sir Timon Sexton Valencia. Auch wenn der andere das gerne glauben lässt, war Sexton nie ein Zocker. Sein Geld kommt von einem Sparbuch, das seine Eltern für ihn angelegt haben. Letzteres hatte eine Fabrik für Pullover mit Katzenbildchen. Dann ist es ja klar, dass der richtig massig Geld macht. Mikabomb, Aldo zu. Einer der wenigen Vorteile darin, wie eine riesige stachelige Abrisskugel auszusehen, sind die tollen Passbilder. Ja, genau. Serpenta Tedaltons. Einer dieser drei Köpfe war ein sensibler Dichter, für seine Reflexion zur Natur des Krieges hochgelobt wurde. Aber das hat dich ja nicht interessiert, oder? Für dich sind alle Schlangen gleich. Was? Rassist. Mingus, Napoleon Gummings. Wer einmal versucht hat, eine Blume in diesen übellaunigen Kerl zu stecken, macht den Fehler kein zweites Mal. Au. Cosmosnail, Oswaldo Covington. Oswaldo ist durch ein Preisausschreiben in die Hölle gekommen. Sollte eigentlich ein Aprilscherz sein, aber wegen rechtlicher Details im Kleingedruckt mussten sie ihn auf der Stelle erwürgen. Oh. Ja. Sieht er deswegen so aus? Keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal da runter. Also, ich hätte auch einfach nach rechts klicken sollen. Cosmoklot, unser Jumping Astronaut. Ist Hasson an Bord? War das Letzte, was er hörte, bevor Apollo 97 abhob. Jahrelang hat er gigantische SOS-Signale gezogen. Aber er war auf der dunklen Seite und niemand hat was gesehen. Och, der Arme. Upsi. Als Astronaut. Ulysses Newhouse. Aus Budgetgründen wurden die letzten NASA-Missionen durch Sponsoren finanziert, hauptsächlich Spielehallen und Produzenten von Erwachsenenfilmen. Na, wisst ihr, was ich meine? Schaut mal auf seinen Anzug. Ja. Schöner Produzent für Erwachsenenfilme. Ja. Niemand fand das wirklich gut, aber das ist die Zukunft. Major Traum, Caleb Trigans. Teile der dunklen Seite sind noch unerforscht. Der Major ist hier herumspaziert und etwas Schreckliches ist geschehen. Wir wissen nicht genau, wie er noch laufen konnte. Brrr. Pokéchomp, Eric T-Face. Oh. Dieser Kerl sieht etwas stinkig aus, weil er sich beim Essen regelmäßig in das untere Auge beißt und das nervt total. Der Name ist übrigens ein Zufall. einen suche ich noch, und zwar unseren. Ah, das war Fuego. Okay, ich wollte gerade schauen, wie er heißt. Luther de Guiri. Obwohl für seine Höflichkeit bewundert, wird er verstoßen, bla bla, hatten wir schon mal gelesen. Gefangene Monster 40. Und wir können uns mal so als kleines Special ein neues Design zulegen. Also, wir können ja nicht immer mit dem gleichen Design rumlaufen. Also, wir hätten dann. Was hätten wir denn noch zur Verfügung? Ich würde sagen, Destructoboard und dann als Säge Silber oder nochmal. Ich denke mal Silber. Und ja, damit überraschen wir mal die Leute, die nicht das Special angeguckt haben. Ganz böse Leute sind das. Zone 5. Monster 4, Mission 3, Abschluss 31%. Ist das für die Zone oder allgemein gemeint? Ich hoffe nur für die Zone, weil sonst. Obwohl. Ja, hoffentlich nur für die Zone. Ja, das war's dann. Wir sind hier. Wir haben doch das Design geändert. Genau, ich hab. Mafioso heißt sogar der Hut. Oder? Warte. Wir nehmen einfach so einen Römerhelm und dann so Silber. Ja, Space, okay.
So, ja. Und als Waffe nehmen wir den hier. Yeah. Mörder. Was auch immer ich da gerade brülle. Jedenfalls, auf Wiedersehen. Euer Sander.